Hast du dich schon mal jemandem völlig ausgeliefert gefühlt? Weißt du, wie es ist, wenn dein Schicksal in den Händen von anderen liegt? Für mich ist das schwer vorstellbar. Ich lebe in einer Gesellschaft, in der die Selbstbestimmung eine wichtige Rolle spielt, in der ich selbst entscheiden kann, wie ich mir meine Zukunft vorstelle und die Schritte unternehmen kann, um diese Wunschvorstellung Wirklichkeit werden zu lassen. Für Jesus war das ganz anders. Jesus kam mit einem Auftrag und er wusste, welches Schicksal ihn erwarten würde. Er wusste, dass er den Menschen ausgeliefert werden würde, dass er sterben würde. Und er fügte sich seinem Schicksal. Die Jünger, die mit ihm unterwegs waren, die wussten das nicht. Jesus versuchte sie darauf vorzubereiten, auf den schrecklichen Tod, aber auch darauf, dass damit nicht alles zu Ende sein würde. Eines Tages war es wieder soweit. Jesus erzählte seinen Jüngern ein Gleichnis, um sie auf die kommende, schwierige Zeit vorzubereiten. Du kannst das Gleichnis gerne in Markus 12, Vers 1 bis 12 nachlesen. Den Link findest du in unseren Little Talks. Jesus begann, ihnen Gleichnisse zu erzählen. Ein Mann legte einen Weinberg an. Er baute eine Mauer drum, hob eine Grube als Kelter aus und errichtete einen Wachturm. Dann verpachtete er ihn und ging auf Reisen. Als es an der Zeit war, schickte der Besitzer einen Knecht zu den Pächtern. Der sollte bei ihnen seinen Anteil vom Ertrag des Weinbergs abholen. Aber sie packten den Knecht, verprügelten ihn und jagten ihn mit leeren Händen davon. Daraufhin schickte der Besitzer noch einen Knecht. Dem schlugen sie den Kopf blutig und beschimpften ihn. Der Besitzer schickte noch einen weiteren Knecht. Den töteten sie sogar. Er schickte noch viele andere. Die einen verprügelten sie, die anderen töteten sie. Da blieb nur noch einer übrig, sein geliebter Sohn. Ihn schickte er als letzten. Er sagte sich, vor meinem Sohn werden sie Achtung haben. Aber die Pächter sagten zueinander, er ist der Erbe. Kommt, wir töten ihn, dann gehört sein Erbe uns. Sie packten ihn, töteten ihn und warfen seine Leiche hinaus vor den Weinberg. Was wird der Weinbergbesitzer jetzt tun? Er wird selbst kommen, die Pächter töten und den Weinberg anderen anvertrauen. Ihr kennt doch die Stelle in der Heiligen Schrift. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Grundstein geworden. Der Herr hat ihn dazu gemacht. Es ist ein Wunder in unseren Augen. Die führenden Priester, Schriftgelehrten und Ratältesten hätten Jesus am liebsten verhaften lassen. Aber sie fürchteten sich vor der Menge. Sie hatten verstanden, dass er in dem Gleichnis von ihnen gesprochen hatte. Sie ließen ihn in Ruhe und gingen weg. Das Besondere an Gleichnissen ist, dass sie Bilder verwenden, die die Menschen damals gut aus ihrem Leben kannten. Mit diesen Bildern und Begriffen versucht Jesus, eine tiefer liegende Wahrheit zu vermitteln, wie eine Art Geheimbotschaft. In unserem Gleichnis von den bösen Weinbergpächtern möchte Jesus auf seinen Tod hinweisen. Jeder Charakter in der Geschichte steht für etwas. Versuchen wir doch gemeinsam, den Geheimcode zu entschlüsseln. Als erstes haben wir den Weinbergbesitzer. Das ist Gott. Was erfahren wir über ihn? Wir erfahren, Gott lässt uns Menschen Freiräume. Er gibt uns die Grundlage, uns gut zu entfalten, so wie der Besitzer die Grundlage für einen guten Weinberg geschaffen hat. Der Besitzer gibt seine Macht ab an die Pächter, die sich für ihn um seinen Weinberg kümmern sollen. So gibt auch Gott seine Macht ab beim Volk Israel an die Ältesten, die sich um die Menschen kümmern sollen. Wir erfahren, Gott ist geduldig. Der Besitzer schickt mehrere Diener in den Weinberg und die bösen Pächter werden nicht sofort aus dem Weinberg geworfen. Und auch wenn der Weinbergbesitzer, also Gott, jedes Recht dazu gehabt hätte, Gott versucht, die Menschen immer wieder zu erreichen. Er gibt uns nicht sofort auf, wenn wir etwas falsch gemacht haben. Gleichzeitig wird aber ganz am Ende der Geschichte deutlich,
Gott wird immer über den Menschen stehen. Egal wie mächtig und siegessicher sich die Weinbergpächter gefühlt haben, am Ende wird der Besitzer sie davonjagen. Das zeigt uns, Gott ist mächtiger als wir Menschen. Wir werden niemals so viel Macht haben wie Gott. Der Weinberg steht für das Volk Israel, beziehungsweise für Gottes auserwähltes Volk. Auch an anderen Stellen der Bibel wird das Volk Israels als Weinberg beschrieben. Die Pächter stehen in der Geschichte für die Priester und Leitenden des Volkes. Sie können aber auch für uns Menschen allgemein stehen. Die Pächter haben das Vorrecht, sich um den Weinberg zu kümmern. Die Priester und Ältesten hatten die Aufgabe, sich um das Volk Israel zu kümmern und im Glauben zu stärken. Im Gleichnis weigern sich die Pächter, dem Besitzer zu geben, was ihm zusteht. Sie möchten sich am Weinberg bereichern. Jesus klagt damit versteckt und doch ganz offen die Situation in Israel an, dass sich die Priester und Ältesten mehr um ihre Macht und Anerkennung kümmern, als um ihre Aufgabe, das Volk in Gottes Auftrag zu leiten. Die Pächter weigern sich, dem Besitzer zu geben, was ihm zusteht. Für uns heute könnte das bedeuten, dass wir Gott nicht den Platz in unserem Leben geben, der ihm zusteht. Als Pächter hat man eine große Verantwortung. Man muss die übernommene Aufgabe gut ausfüllen, sonst drohen Verluste. Das heißt, wenn Gott uns etwas schenkt oder uns eine Aufgabe überträgt, dann sollen wir gut damit umgehen und es nicht zu unserem eigenen Vorteil ausnutzen. Die Knechte stehen für die Propheten. Gott hatte bereits viele Propheten geschickt, die dem Volk Israel, aber auch den Ältesten und Priestern helfen sollten, Gottes Wort zu hören und zu verstehen. Sie sollten aufzeigen, was nicht gut läuft und wie man es ändern kann. Aber die Propheten hatten meistens keinen Erfolg. Wie die Knechte in dem Gleichnis wurden sie verspottet, geschlagen oder sogar getötet. Und dabei sollten sie nur helfen, das Wort Gottes besser zu verstehen und in seinem Sinne leben zu können. Der Sohn des Besitzers ist Jesus selbst. Das Besondere an dem Sohn: er wusste, was ihn erwartet. Er kannte bereits die Schicksale der Knechte. Jesus wusste, wie es anderen Propheten ergangen war. Aber er kommt trotzdem zu den Menschen. Er erzählt davon, wie ein Leben mit Gott aussehen kann. Und auch er wird getötet, wie der Sohn des Besitzers. Jesus erzählt das Gleichnis, weil er den Schriftgelehrten und Ältesten zeigen will, dass er weiß, was passieren wird. Und er macht deutlich, dass sie sich falsch verhalten haben und dass das Konsequenzen haben wird. Der Besitzer selbst, also Gott, wird ein Urteil über sie sprechen. Sie haben ihre Aufgabe nicht gut gemacht und deshalb wird er die Aufgabe anderen übertragen. Mit dem Tod des Sohnes, mit Jesus' Kreuzigung, wird etwas Neues beginnen. Das macht Jesus deutlich, wenn er von dem Stein spricht. Von dem Stein, den die Bauleute verworfen haben und der zum Grundstein geworden ist. Durch Jesus' Tod am Kreuz kann etwas Neues entstehen. Sein Tod ist nicht das Ende, sondern eine Möglichkeit für einen Neuanfang. Das Gleichnis zeigt, Jesus weiß, was ihn erwartet. Er kennt das Gefühl, ausgeliefert zu sein. Ausgeliefert an die Menschen, die ihn hassen, weil er unbequeme Wahrheiten über sie ausspricht. Für die Jünger war es ein Schock, als sie endlich begriffen, dass Jesus tatsächlich sterben wird. Aber Jesus gibt ihnen gleichzeitig die Perspektive auf die Zeit nach seinem Tod. Etwas Neues, etwas Gutes wird entstehen. Wir heute wissen, dass es stimmt. Mit dem Tod war nicht alles zu Ende. Wir kennen die österliche Perspektive des Neuanfangs.